Ich weiß ja nicht, was wir dieses Jahr dazu sagen. Die vergangenen Jahre war das Ganze so lala. Wir testen heute den neuen Maybelline Adventskalender 2024 mit 24 Türchen für 50 Euro. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit Adventskalender-Unboxings. Ich knall hier einen Adventskalender nach dem anderen durch, aber wir suchen immer noch den besten bisher. Bisher ist Green Door auf Platz 1. Bisher ist ein Kalender auf Platz 1. Ich denke mal, das Video habt ihr schon gesehen. Falls nicht, sage ich noch nicht, welcher es ist. Ihr solltet die alle sehen. Heute testen wir den Adventskalender von Maybelline. Die letzten Jahre, ja, waren manchmal ein paar Tops und mal ein paar Flops mit dabei. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dieses Mäuschen hier kann. So sieht er einmal aus. 24 Türchen, 49,99. Ich habe ihn im Rossmann Online-Shop gefunden. Ich muss dazu sagen, das Packaging ist jetzt nicht so besonders weihnachtlich. Ich weiß, warum es so gemacht wurde, weil die Kampagne der Sky High Mascara da auch so ein bisschen angelehnt war an Flugzeuge. Es ist jetzt eine persönliche Präferenz. Aber wir wissen schon, dass die Sky High Pink Air Mascara hier mit dabei sein soll. Ich denke mal, das wird die 24 sein. Wir schauen einfach, was drin ist. Hier sind 24 Türchen drin, sagen wir mal 25, also 2 Euro pro Türchen. Das ist eigentlich schon ein ganz guter Preis, wenn hier nicht so viele Flops dabei sind. Wenn du ihn so auspackst, sieht das Ganze doch schon ein bisschen weihnachtlicher aus. Und dann kann man das Ganze aufklappen. From New York to the Sky. Ja, eigentlich auch nicht so weihnachtlich, ne? Es ist einfach nur pink mit Eiskristallen. Okay, wir gehen auch hier natürlich nicht der Reihenfolge nach, sondern ich gucke einfach, welches Türchen mir in die Hand fällt. Bei diesen One-Brand-Marken von großen Marken wie Maybelline ja ist, habe ich so ein bisschen mehr Hoff. Also erwarte ich zumindest mehr. Ich will nicht so viele Füllerprodukte drin haben. Ich hätte hier gerne auch Produkte drin, die ich vielleicht persönlich noch nicht kenne. Und einfach mal ein paar Produkte, die ich definitiv benutzen kann. Manchmal ist es so bei diesen One-Brand-Produkten, dass da einfach viele Produkte drin sind, die recht günstig herzustellen sind. Und davon gleich einige, wie beispielsweise Lip Liner. Wir gucken mal, was hier los ist. Starten wir mit einem Lippenstift. Die Verpackung kommt mir recht bekannt vor aus dem letzten Jahr. Er riecht sehr gut. Oh, er riecht wirklich sehr, sehr gut. Ist eine schöne, tragbare Farbe. Weiß nicht mehr ganz genau, wie der Kalender letztes Jahr war. Die Verpackung kam mir aber bekannt vor. Ich persönlich kenne Lippenstifte von Maybelline Tatsache selber nicht mehr so. Ich bin bei Maybelline eher bei diesen Vinyl Inks, bei den Lipglossen. Vielleicht haben wir auch ein paar neuere Produkte dabei. Das scheint mir jetzt ein recht altes Produkt zu sein. Also alt im Sinne von, gibt schon ein paar Jahre auf dem Markt. Ist die Farbe Pink Flink. Wir haben einen Pinsel mit dabei, ist ein Eyeshadow Brush, vielleicht haben wir hier auch noch eine Lidschattenpalette mit dabei. Finde ich erstmal okay. Wir müssen erstmal, glaube ich, so ein bisschen reinkommen und schauen, wie so das Gefüge an Produkten ist, ne? Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man einfach so ein bisschen schauen kann, was gibt es hier. Ich sehe es aber jetzt schon, dass hier viele längliche Päckchen drin sind. Und längliche Päckchen sind immer kein gutes Zeichen. Das ist doch schon mal was sehr, sehr Spannendes. Das kenne ich persönlich nicht. Das ist der Superstay Ink Crayon. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Denke mal, das ist so ein Lippenstift, Lip Liner. Der soll wohl sehr, sehr gut halten. Ist auch eine sehr schöne, sehr tragbare Farbe für viele Hautfarben. Das ist spannend. Das finde ich gut, weil das ist so ein Produkt, das habe ich so noch nie gesehen. Die Maybelline-Theke, muss man sagen, ändert sich auch stetig und sie ist immer sehr fokussiert auf viele Foundations und viele Wimperntuschen mittlerweile. Und einige Produkte verlieren sich dann so ein bisschen optisch, ne? Auch sehr gut, aber das hatten wir auch, glaube ich, im letzten Jahr schon. Das ist ein Cheeky, das ist ein Blush, ist ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Eins meiner liebsten Blush-Produkte aus der Drogerie überhaupt. Okay, aber da heißen diese länglichen Päckchen auch nichts, habe ich jetzt bisher festgestellt. Wir haben einen Tattoo Liner in einem Metallic Blau. Hinten ist so ein kleiner Schwämmchen-Applikator drauf. Das ist ein Gel-Eyeliner. Ich meine auch, dass wir so ein letztes Jahr schon mit dabei hatten, aber vielleicht in einer anderen Farbe, oder? Weiter geht es mit einem weiteren Tattoo Liner, diesmal aber in Braun. Und die Zahlen sind sich auch nicht nah gewesen. Also es ist jetzt nicht der 10. und der 11. gewesen. Braun ist immer gut, kann man immer gebrauchen, finde ich sehr, sehr passend. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig bei so diesen sehr, sehr bunten Produkten, weil ich da einfach finde, dass es vielleicht nicht jeder mag. Das ist ein schweres Türchen. Ich nehme an, und ich nehme es richtig an, dass wir hier einen Nagellack haben. Ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir den letztes Jahr hatten. So ein Rot. Aber es ist okay. Ich habe tatsächlich noch nie was von Maybelline Nagellacken gehört. Falls ihr Erfahrung mit den Produkten habt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und vielleicht hattet ihr ja auch schon den Kalender im vergangenen Jahr. Dann wäre das mal ganz spannend, euer Feedback dazu zu hören, wie euch der gefallen hat. Hier geht es weiter mit einem weiteren Nagellack. Das ist so ein Baby Pink. Bit of Blush heißt das. Ist aber auch eine andere Formulierung. Ja, weil...
Das ist so ein Augenbrauenbürstchen. Das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, nicht mit dabei. Da muss ich aber sagen, so ein Augenbrauenbürstchen kriegst du im 10.000er-Pack bei Amazon für 2,50 Euro. Und wenn du deine Wimpernverlängerung hast, dann kriegst du es auch so umsonst. Finde ich okay. Aber das ist für mich tatsächlich ein Fillerprodukt hier drin. Ne? Bisher war es eine gute Struktur, was für die Lippen, was für die Augen, was für die Nägel. Aber ein Augenbrauenbürstchen weiß ich nicht so. Machen wir mal die 1 auf. Komm, die 1 machen wir mal auf. Das müsste eigentlich immer so ein Knaller sein. Und ja, ist auch tatsächlich schon ein Knaller. Die Colossal Mascara. Das ist so eine Mascara, die hat, glaube ich, jeder schon mal benutzt. Und ist eigentlich auch ein sehr erfolgreiches Produkt, bin ich der Meinung. Weil die einfach schon so lange im Sortiment ist. Und wenn man davon mal eine neue wieder hat, in Full Size Tatsache, ist das gar nicht so schlecht. Wir haben ein weiteres Türchen. Diesmal die Express Manicure 3 in 1 Stärke, Halt und Glanz. Ist so ein Nagellack. Topper. Jetzt sollte es aber auch mit Nagellacken aufhören. Wir haben einen Lip Liner in einer sehr, 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 sehr schönen Farbe. Color Sensational in der Farbe Dusty Rose. Geht so ein bisschen in so ein leichtes Pink, so ein bisschen bräunlich. Sehr, sehr schöne Farbe. Und kann ich mir gut vorstellen, dass der zu dem Lippenstift oder hierzu gut passt. Das war ja klar, dass die mit dabei ist. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr so bunte Mascaren tragt, probiert mal eine weiße Wimperntusch-Basis runterzugeben, dann wird die Farbe noch deutlich intensiver. Ich habe neulich ein Video gesehen von einer Creatorin, die wollte die perfekte braune Mascara finden und die hat einfach einen weißen Primer drunter gegeben und dann einen braun genommen. Das sah so viel krasser aus. Unglaublich. Das ist ein schweres Türchen. Im letzten Jahr war in diesem großen Türchen ein Augen-Make-up-Entferner, glaube ich, dabei. Das ist auch in diesem Jahr wieder dabei. Mir fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen was Neues. Wir haben noch einen Tattoo-Liner. Der ist ja auch braun. Nee, der soll grau sein. Ja, okay. Also, come on. Das ist einmal die neue Version und die alte Version so ungefähr. Oder die Version für Frankreich und die für Deutschland. Ähnliches Packaging. Smooth Walnut und hier 020 Grey. Klar, eine Nagelfeile. Ich verstehe diese Nagelfeilen in Adventskalendern nicht. Machen die euch genauso wütend wie mich? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ich muss dazu sagen, ich packe natürlich auch einige Adventskalender im Jahr aus und die meisten werden vielleicht ein oder zwei auspacken. Aber die Fülle an... Ich könnte... Wisst ihr, was ich nächstes Jahr mache? Vielleicht mache ich nächstes Jahr mal einen Pop-Up-Store auf mit Nagellacken, Nagelfeilen und Anspitzern. Und Nagelstickern. Ganz wichtig. Okay, wir schauen weiter. Also das finde ich doof. Das finde ich wirklich doof. Letztes Jahr hatten wir den Augenlöscher mit drin. Dieses Jahr haben wir den Fit Me Concealer drin. Warum macht man das? Das ist ein so begrenzter Bereich an Menschen, der diesen Concealer benutzen kann. Der Bereich wird ein bisschen größer, wenn du ihn als Lidschattenprimer benutzt. Der Bereich wird sehr groß, wenn du ihn verschenken kannst. Aber Colored Cosmetics, also wirklich farbgebundene Produkte hier drin zu haben, muss einfach nicht mehr sein. Verstehe ich wirklich gar nicht, habe ich auch gar kein Verständnis mehr. Möchte ich auch ehrlich gesagt nicht zu sagen, außer dass ich das doof finde. Also selbst für mich ist der zu hell. Der ist in der Farbe 15. Ich glaube, das ist die zweithellste Farbe. Hier geht es aber weiter mit einem Lip Liner. Auch hier ist so ein klassischer Ton, ist ein Babypink. Die sind sich farblich schon sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Ist halt nur eine andere Formulierung. Ich hätte gerne so einen, weiß ich nicht, den Lip Plumper oder einen Vinyl Ink oder so. Jetzt mal hier langsam. Wir haben noch einen schwarzen Kajal. Okay, ja, spannend. Ein Primer, den Luminescent Smooth Primer, den gab es auch im letzten Jahr schon mit dabei in dem kleinen Kalender. Und in dem großen Kalender war der, glaube ich, der so ein bisschen mattierend sein sollte. Ist ein Full-Size-Produkt, ist ein sehr, sehr gutes Produkt, können wirklich viele benutzen. Die 14, die verrate ich euch immer, das ist mein Geburtstag. Da haben wir mal ein neueres Produkt mit dabei, ja. Das ist der Express Brow. Das ist eine Brow-Mascara, aber auch hier wieder farbgebunden. Medium Brown. Wir haben einen weiteren Nagellack, aber diesmal in so einem schönen perlmuttigen Ton. Finde ich jetzt auch okay. Wobei 4 ist jetzt wirklich, also ist Schmerzgrenze ist erreicht. Ach krass, wir haben nur noch 2 Türchen. Wir haben noch einen Eyeliner, aber diesmal einen matten Eyeliner. Und eine Wimpernzange. Wäre die in Pink gewesen, passend zum Kalender oder so, hätte ich gesagt, okay. Aber die war jetzt blau, vielleicht sind die farblich aber auch unterschiedlich. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe den jetzt vom letzten Jahr auch nicht mehr so im Kopf. Ja, die Preise sind teurer geworden für die Produktion, aber... Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Eyeliner, mehr oder weniger. 2 davon in einer fast identischen Farbe. Wir haben 2 Lip Liner, okay, fast identische Farbe. 2 Lippenprodukte, ein Lippenstift und ein
Sensational Lip Liner. Also ich muss dazu sagen, solche großen Brands gehen natürlich durch, welche Produkte verkaufen sich am besten und die packt man dann in den Adventskalender, weil man da einfach die Chance ist höher, dass die Leute sich über die Produkte freuen. Aber das hat mich jetzt nicht so glücklich gemacht. Ich hätte mir da wirklich mal ein neues Produkt gewünscht. Vielleicht mal so ein Vinyl Ink oder die Plumping Lip Gloss oder vielleicht gerade Produkte von der Eigenmarke, die vielleicht nicht so gut performen, weil die Leute vielleicht mal eine schlechte Review gesehen haben oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also, so ein, ich glaube, die Plumping Glosse, ich finde die total krass, weil die einen wunderschönen Effekt machen, aber viele haben sich nicht getraut, weil einige gesagt haben, dass sie wehtun. Dann verkauft sich sowas natürlich nicht mehr so gut. Das ist ein okayer Adventskalender für 50 Euro. Jedes Produkt 2 Euro, wenn man auf den Einzelpreis der Produkte geht, okay. Wenn man auf den Produktionspreis der Produkte geht, ist das natürlich dann nicht mehr ganz so krass. Also so ein Lip Liner wird nicht viel kosten in der Menge, die sie produzieren. Augen-Make-up-Entferner finde ich okay. Wimpernzange kann ich drüber hinwegsehen. Auch die 2 Pinsel. Aber hier hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr Variation gewünscht, gerade bei diesen Tattoo-Linern. Wenn ich keinen Eyeliner ziehe, habe ich 1, 2, 3, 4 Produkte, 5 Produkte, die ich nicht benutzen kann. Ein neues Produkt wäre vielleicht schön gewesen, etwas, wo man mal ein bisschen mutiger gewesen wäre. Ich verstehe das, dass man probiert, immer die Produkte zu treffen, die man mag. Ist jetzt aber nicht so, wo ich sage, boah, ja, krass, das ist schon mutig. Das ist schon mutig, aber das wusste ich halt auch vorher schon, ne? Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Adventskalender sagt. Für mich war das jetzt, bin ich ehrlich, ist ein 6 von 10. Vielleicht hole ich mir nochmal den großen. Der kostet dann aber auch, glaube ich, 20 Euro mehr, ne? Sagt mir da gerne mal Bescheid, ob ich den auch noch für euch testen soll. Und schreibt mir unbedingt eure Meinung zu diesem Adventskalender in die Kommentare. Wir sehen uns ganz bald hier wieder.